16 Uhr. Das Taxi wartet. Zwei Mädchen machen sich auf den Weg zur Bremer Stadthalle. Hi, ich bin Tanja. Und ich bin Sarah. Wir haben den Megapreis mit dem Backstreet Boys gewonnen. Hier in Bremen. Gestern waren wir in Leipzig. Jetzt sind wir gerade auf dem Weg nach Bremen. Das deutsche Publikum ist wirklich klasse. Hoffentlich mögen uns die Fans hier genauso wie wir sie. So, hopefully fans will like it as much as we will. Wir waren jedes Mal bei dem Megapreis mit, aber wo wir die Karten eingeschickt haben, hätten wir nie gedacht, dass wir das gewinnen werden. Things have gotten bigger. Früher hatten wir viel häufiger die Möglichkeit, uns persönlich um die Fans zu kümmern. Seitdem wir so erfolgreich sind, fehlt uns auch die Zeit und manchmal ist es für uns auch zu gefährlich. Das finden wir alle sehr schade. Deshalb sind wir froh, durch den Megapreis von Bravo TV 2 unserer Fans treffen zu können. Wir sind super gespannt, die Backstreet Boys mal persönlich kennenzulernen, weil diese Gelegenheit werden wir vielleicht nie wieder haben. Es ist immer spannend und aufregend, Mädchen kennenzulernen. 16.30 Uhr, noch eine halbe Stunde, dann ist es soweit. Während hunderte von Fans vor der Halle dem Einlass entgegenfiebern, dürfen unsere Megapreisgewinnerinnen Tanja und Saha schon jetzt in den Backstage-Bereich. Spannung liegt in der Luft. Endlich, 17 Uhr. Für Tanja und Saha geht der große Traum in Erfüllung. Kevin, Howie, AJ, Nick und B-Rock sind im Anmarsch. Für alle ist dieses Treffen ein ganz besonderer Augenblick. Hallo. Saha und Tanja haben jetzt die seltene Gelegenheit, ihre Stars in aller Ruhe um Autogramme und Fotoaufnahmen zu bitten und die Jungs persönlich zu befragen. Die Backstreet Boys nehmen sich viel Zeit für die beiden Megapreisgewinnerinnen, die sich schon seit Wochen auf dieses Treffen gefreut haben. Bevor Tanja und Saha beim Bravo TV Interview dabei sind, posieren noch einmal alle für ein Gruppenfoto. Wir spielen auf dieser Tour einige neue Songs, die auch auf unserem nächsten Album erscheinen werden. Aber auch ältere Stücke, die man noch von unserer letzten Tour kennt, sind dabei. Außerdem erwarten euch neue Outfits und einige Spezialeffekte. Über 7000 Backstreet Boys Fans sind in der Bremer Stadthalle. Tanja und Sarah stehen direkt an der Bühne. Punkt 20 Uhr starten die Backstreet Boys ihre neue Show mit We've Got It Going On. Sofort ist im Saal die Hölle los. Im Gegensatz zur letzten Tournee ist diese viel spektakulärer und aufwendiger. Wir werden jetzt von einer größeren Liveband unterstützt. Außerdem variieren wir einzelne Gesangs- bzw. Musikpassagen. Es ist alles 100% live. Bei der zweiten Nummer Let's Have a Party übernimmt Nick neuerdings die Liedstimme. AJ glänzt mit einer Rap-Einlage. Nach diesem Megapreis steht für Tanja und Saha fest. Jetzt sind sie noch größere Backstreet Boys Fans als jemals zuvor. Anything you want me to do.
Backstreet Boys mit Anywhere for You. Und natürlich kommen sie nachher nochmal für euch zu mir, machen ein kurzes Interview. Sie werden uns auch ein Brandloch. Und da kommen sie: Howard, Kevin, AJ und Brian. Every one of you just take one card of our second winners. One card. You take one card, Kevin, please. Nick, one card. Howard, you also pull one card out. AJ, one card. Unsere zweiten Gewinner sind Carmen Rundthaler aus Uhingen, Andreas Günsch und dann noch Verena Hecht und Nele von der Weden und Sandra Kombül. Ihr kriegt die tollen Preise, die wir heute eben gerade gezeigt haben. Der Hauptgewinner wird natürlich nachher erst gezogen. Jede große Band muss natürlich mal einen Film machen. Das haben die Beatles schon gemacht für die Stones. Wann kommt der Backstreet Boys Film? Actually, we were just talking about that the other day, about a few things that would be cool to do in the future. You know, it's just an idea in our heads, but a little bit down the road. We still gotta keep making good music, though. You know, before we could do something like that. Es gibt natürlich schon Musikvideos, eine Ansammlung von Auftritten der Backstreet Boys, die man kaufen kann, aber ein richtiger Film ist noch nicht geplant, aber wer weiß, was in Zukunft so alles passiert. Du hast doch sonst immer deinen kleinen Bruder dabei gehabt. Where is he now? He's back home in school. Er muss natürlich zur Schule ein bisschen touren. Durfte Elvira? What about your success in the States? I mean, how do you deal with it? With all the, can you go to the supermarket or anything like this? It's kind of interesting right now in the States because we're getting ready to release our second single, yeah? Which is a song by Full Force. Die bringt meine zweite Single. Hier ist die Party im Gange, das ist irgendwie unglaublich. Und die Leute flippen aus. Aber eins will ich noch wissen: Die Backstreet Boys kommen ja auf Tour im Herbst. Und da will ich wissen, werden sie auch bei Chartattack vorbeikommen? You're going to have your tour in autumn. Will you visit Chartattack again then? Sure, why not? Natürlich! Warum nicht? Im Herbst. Bei Chartattack. So, jetzt kommen wir gleich die Plätze 5 bis 1. Die Backstreet Boys machen sich bereit für den nächsten Auftritt hier. Wir sind jetzt die Plätze 5 bis 1 in Deutschland. Bei Chartattack präsentieren die Backstreet Boys einen brandneuen Song auf der
Yeah. Our second album is coming out in August. We want to do a song a cappella from that album. It's called Who Do You Love? When you're in here, I'm feeling like a star. When I'm at home alone, I think only of you. So what do you know? That is my girl. So how can you buy words not the same? Baby, cause when I'm alone at home, I hear your heart, it smells. You gotta know, ooh, it's how does it grow? Who do you love? Tell me, who do you love? Who do you love? I need to know, baby. Girl, ihr lieben euch, danke schön. Schöne Grüße an euch. Danke schön. Die Backstreet Boys, thank you. So cool to have you here. Und es gibt wieder was zu gewinnen. Noch mehr Preise bei Chartattack. Super coole Jacke. Und schaut mal im Internet vorbei bei unserer Adresse. Ne? Da findet eine ganze Menge statt. Die wird jedes Mal wieder aufgepusht mit neuen Informationen. Ich gehe jetzt feiern auf dem Medienbürgerfest in Köln und danach irgendwie erstmal in Jumselen bei Aachen. Da findet eine große Poolparty statt. Gleich seid ihr dabei. In der nächsten Sendung dabei sind Just Friends, Experience, Seth, Space Frog und Experience. Oh, jetzt kriegen sie. Charlie Lola, so Metal Theory, hier noch so ein paar Torten hat. Also, das ist nämlich meine Rache, weil Chartattack, ihr wisst es. Als Charlie nämlich das letzte Mal Geburtstag hatte, hat er mir eine Torte reingeworfen. Und jetzt kriegen sie von unserem Chartattack-Team eine Torte. Oh mein Gott. Hey, bis nächsten Samstag.